Oktober und November. Genau, so viel wie bei Herzblatt. Und es kommen jetzt 6 Kandidaten, also doppelt so viele. Also, meine Damen und Herren, machen wir es jetzt so wirklich in der Reihenfolge, wie es dann später auch im Kalender auftaucht. Die unterschiedlichen Monate zeige ich Ihnen jetzt. Drehen wir erstmal mit der Marina, 27 Jahre alt, aus der Oberpfalz, im Februar. Sehr gut. Wenn die Fotos gemacht sind, dann komme ich ganz kurz zu Ihnen, Marina. So, gehe kurz auf die andere Seite. Also. Die erste Bayerin in Anführungszeichen im Kalender, Sie haben natürlich das Motiv schon ein bisschen früher gesehen als wir alle, und die Fetzen. Sehr gut. Also man hat ja gewusst, was fotografiert worden ist, eine ungefähre Vorstellung, aber es hat alles übertroffen. Mal ganz kurz ein paar Takte, wie ist die Shooting so abgelaufen? Weil ich gehe mal davon aus, auch Sie machen das nicht regelmäßig, dass wirklich Profis zu Ihnen nach Hause kommen und dann mit Ihnen am Hof, in dem Fall beim anderen Hof, die Fotos machen. Ja, man ist angekommen, hat sich gebildet, dann ist man geschminkt worden, dann hat man sich Kleidung ausgesucht mit, zusammen mit einer Stylistin, wo man sich wohlfühlt. Dann ist man schon zum Set, hat ein paar Stellungen oder Posen ausprobiert und dann hat man Fotos gemacht. Was bei Ihnen ganz interessant ist, Sie sind Landwirtin, haben gerade Ihren Master gemacht in Agrarmanagement. Das heißt, wollen Sie jetzt vor allem eher in der Forschung und Entwicklung arbeiten oder geht es dann irgendwann ganz zurück auf den Hof? Es geht definitiv auf den Hof zurück. Wir haben ja einen Hof daheim und momentan bin ich ja Teilzeit daheim und dann irgendwann wird es dann Vollzeit werden. Okay. Marina, eins müsst ihr uns vielleicht noch erklären. Es gibt natürlich bei allen Damen auch so einen kleinen Text unten im Kalender, wo man sich dann auch ein bisschen einlesen kann, wo man die Damen dann auch ein bisschen mehr kennenlernen, in dem Fall bei Ihnen im Unfall. Da steht dann, viel Spaß haben Sie bei der Bullenanpaarung. Was in Gottes Namen ist die Bullenanpaarung? Naja, man versucht ja das Optimalste aus der Kuh rauszuholen. Jede Kuh hat eine Schwäche. Und die Schwächen kann man mit einem passenden Vater, eben einem Bullen, wieder gut machen. Dann sucht man dann einen Bullen, der eben die Schwäche ausgleicht und hofft, dass die Tochter dann, die praktisch wie die Mutter ist, ohne die Schwäche. Partnervermittlung 4.0 auf dem Bahnhof. Okay, jetzt verstehe ich. Ich bin zufrieden. Weil die Fotografen sind heute noch da, man könnte sich vielleicht noch beschweren. Also man könnte vielleicht sagen, ja, ich hätte doch gerne das andere Motiv. Nee, passt alles. Super, dann viel Spaß damit, hat echt Spaß gemacht, tolles Foto und auch eine tolle Vertreterin für den Februar. Also, Barbara, 20 Jahre alt, kommt aus Oberbayern und hat den Mai. Barbara, Sie haben ein Mikrofon, dann stelle ich Ihnen jetzt die Fragen von hier, da können auch die Kollegen dann besser die Fotos und die Filmaufnahmen machen. Bei Ihnen, haben Sie überhaupt einen Quadführerschein? Nein, habe ich nicht. Aber trotzdem, aber schönes Foto, oder? Ja, total, mir gefällt es sehr gut. Wenn man dann ja, das Ergebnis sieht, schaut man da ein bisschen kritischer hin, wenn man selber auf dem Bild ist? Also haben Sie ein bisschen geschaut, naja, passt das alles so, wie schaut das aus mit den Haaren, wie schaut das aus, ist das alles so, wie ich mir das vorgestellt habe? Man schaut natürlich genauer hin, weil auf dem Rudel ist ja dann immer anders, wie wenn man in der Situation ist, aber mir gefällt es total gut. Also vielleicht dann auch für Bewerberinnen, die irgendwann auch mal Interesse haben, beim Jungbauernkalender mitzumachen. Wie lange dauert es ungefähr? Also wie lange muss man da in Anführungszeichen posieren und gut aussehen und in die Kamera lächeln? Also das Posieren an sich dauert gar nicht so lange. Wenn es eine halbe Stunde war, ist das Längere ist eigentlich das Schminken und Aufziehen davor, aber das Shooting selber ist schnell vorbei eigentlich, ja. Wie war es bei euch von der Hitze her? War es relativ warm? Es war schon warm, aber es war auszuhalten. Was bei Ihnen ganz interessant ist, als Hobby Nähen von Dirndln. Sind Sie mit Ihrem Dirndl heute zufrieden? Ja, von der Das sehr ist zwar nicht selber gemacht, aber mir gefällt es trotzdem gut. Das heißt, was machen Sie da? Also wirklich komplett Dirndl nähen, mit allem drum und dran, bis auf die Bluse wahrscheinlich. Genau, Bluse wäre nicht selber gemacht, aber der Rest, den mache ich also immer von den Knöpfen bis drin und dann, ja. Und wie viele hängen dann zu Hause im Schrank? Ja, mindestens 10. Ja. Sie machen mehr. Ja, Barbara, Sie machen gerade Ausbildung zur Hauswirtschaft an der Landwirtschaftsschule. Das heißt, später auf jeden Fall mal auch in der Landwirtschaft bleiben und weiter arbeiten oder ist es noch ein bisschen mit Fragezeichen versehen? Das ist nicht mit Fragezeichen. Das ist jetzt mehr so ein Kursprogramm von der Hauswirtschaft und was da noch kommt, das werde ich noch auf den Zug machen, aber das ist noch offen. Aber die Leidenschaft wäre schon da. Ja. Great. Herzlichen Dank. Viel Spaß.